Christina Henny und Luca Henny gaben noch nicht Preis, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten. Hat das jetzt ein Freund übernommen? Eigentlich teilt Let's Dance, Profi Christina Henny, die wir lange als Christina Luft kannten, sehr gerne private Details mit ihren Fans. Doch seit sie ihre Schwangerschaft verkündete, hat sie nach eigener Aussage eine Zielscheibe auf dem Rücken. Wenn sie aktuell Fotos teile, locke sie damit, bestimmte Leute aus ihren dunklen Löchern hier auf Social Media. Let's Dance, star Christina Luft teilt neues Schwangerschaftsupdate. Die 33-jährige lässt sich aber nicht entmutigen, schränkte ihre Instagram-Aktivität zwar ein, entschloss sich am Wochenende des 10. und 11. Februar 2024 aber dennoch dazu, zwei neue, wunderschöne Schwangerschaftsschnappschüsse hochzuladen. Auf den Aufnahmen steht die Tänzerin vor einem neutralen Hintergrund und präsentiert stolz ihren schönen Babybauch, der durch ein offenes helles Wolljäckchen und eine heruntergekrempelte Jeans perfekt in Szene gesetzt wird. We are a growing, wir wachsen, lautet die Bildunterschrift. Danke für die wunderschönen Bilder bei uns zu Hause eingefangen, et Basti Silvastos weißes Herz, bedankt sie sich bei dem Fotografen, der die schönen Fotos machte. Genau der könnte nun einen Hinweis auf das Geschlecht von Christinas und Lukas Baby gegeben haben. Denn während die 33-Jährige, wohl ganz bewusst, immer nur neutrale weiße Herzen postet, wenn es um ihren Nachwuchs geht, entschied sich Basti Sevastos. Der zugleich ein Freund des Paares zu sein scheint, neben einem gerührt dreinblickenden Smiley auch für ein blaues Herz-Emoji. Um auf Christinas Dankeschön zu reagieren gut möglich, dass es sich hierbei nur um einen Zufall handelt. Es könnte aber auch sein, dass der Fotograf weiß, dass die Hennys einen Sohn erwarten und sich deshalb für das charakteristische blaue Herz entschied. Um die Antwort zu erhalten, müssen wir uns wohl noch ein paar Monate gedulden. Wie lange genau, ist nicht offiziell bekannt, denn den genauen Stichtag der Geburt hat die 33-Jährige nicht publik gemacht. Wann kommt das Baby von Luca Henny und Christina Henny? Im August 2023 hatten sich Luca Henny und Christina Luft das Jahr Wort gegeben. Schon wenige Tage später ging es für das Duo in die Flitterwochen. Ende September 2023 kehrten sie glücklich und zufrieden zurück. Ende Dezember 2023 gaben sie dann bekannt, schwanger zu sein. Sollten sie sich dabei an die gängige 12-Wochen-Regel gehalten haben, könnte Baby Henny tatsächlich während des Honeymoons entstanden sein. Christina Henny wäre dann aktuell circa in der 21-Woche und somit im 6. Monat schwanger. Bereits im Juni 2024 wäre es dann soweit. Während Luca Henny und seine Christina das Babygeschlecht noch nicht offiziell verkündet haben. Feierten Renata Lusin und Valentin Lusin sogar eine Gender-Reveal-Party? Sie erwarten ein Mädchen. Wann es genau so weit ist, behielten sie jedoch ebenfalls für sich. Da die Schwangerschaft der Lusins zuerst bekannt gegeben wurde, dürfte ihr Baby jedoch schon früher auf die Welt kommen.